Bergi, mach doch bitte mal ein chilligeres Format. Fände ich ganz cool. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Power City. Und wir befinden uns gerade in einer Höhle und haben Unmengen an Marmor gefunden. Und ich freue mich wie ein kleines Kind und es geht los auf den Server und wir bauen jetzt endlich Marmor ab. Nachdem wir uns, glaube ich, gerade Fackeln machen wollten, jawohl, ich höre auch Schweinchen. Schweinchen sind süß, von dem her ist alles gut. Nein, so macht man Fackeln. Dankeschön, wunderbar. So, das sieht natürlich lustig aus, hier so das verrottete Fleisch. Das ist dann, glaube ich, aber auch das Einzige. Und bevor wir herunterfallen oder heruntergestoßen werden, würde ich mal sagen, bauen wir uns hier mal kurz so einen kleinen Sicherheits, Dinger hin. Wir können da später auch noch irgendwie uns runterlassen. Aber uns geht es ja gerade um den vielen Marmor, der hier am Start ist. Und den krallen wir uns natürlich auch. So, ja, da ist die Frage, was erzählen wir so Schönes? Ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen aktuelle Themen aufgreifen. Thema Varo hatten wir das letzte Mal kurz angerissen. Meinte ich so, ja, ich gucke da so an die 6, 7, 8 Videos am Tag, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wie ist es bei euch? Schaut ihr auch Varo? Schaut ihr noch andere solcher Formate? Und ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das so spannend. Ich würde am liebsten selber mitmachen. Aber ist klar, dass man da irgendwie nicht reinkommt als normal Otto Normal YouTuber, wie ich es einer bin, mit kaum Views, kaum Abonnenten, einfach noch nicht so viel Erfahrung am Start und so weiter und so fort. Aber geil wäre es natürlich schon, weil es dann wirklich super spannend ist. Und ja, weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und dachte mir so, es ist natürlich schon ganz cool, wenn man so ein bisschen Interaktion hat mit seinen Zuschauen, während Varo läuft. Das Problem ist aber natürlich, dass auch die Mitspieler Varo gucken können. Und da, und auch natürlich die Fans, die anderen Folgen gucken von den anderen YouTubern und sich dann denken, okay, ich gebe dem einfach ein paar Tipps in den Kommentaren. Ja, das heißt, man muss ständig in Bewegung sein. Das hat sich zum Beispiel auch zum ersten Varo irgendwie geändert, dass man nicht mehr einfach nur, sagen wir mal, los macht, losgeht, loszieht, sondern das hat sich jetzt schon so ein bisschen professionalisiert und man muss so gewisse Taktiken fahren. Man überlegt sich also relativ schnell, was man alles machen muss, damit man überhaupt eine Chance hat gegen die anderen, man muss die Locations wechseln, dass man nicht gefunden werden kann und so weiter und so fort. Und ich stelle mal kurz den Timer neu. Sekunde. Anhalten, zurück, starten. So. Und das finde ich fast ein bisschen schade. Also bei allem, was sich immer so ein bisschen professionalisiert, ist dann so, dass natürlich die Leute, also dass dann einfach so ein bisschen auch, sagen wir mal, so die Variabilität verloren geht. Ja, also die machen einfach alle fast das Gleiche mittlerweile. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil es ja schon auch irgendwie ganz cool ist, wenn die Leute einfach sehr unterschiedlich sind und dadurch einfach auch das spannend bleibt, ja. Aber wenn ich jetzt halt sehe, die haben alle irgendwie Diamantenrüstungen oder verzauberte, dreifach verzauberte Eisenrüstungen oder sonst sowas, finde ich es fast schon wieder zu professionell, wie die sich das überlegen. Gut, natürlich gut mit den Tränken und so und mit den goldenen Äpfeln. Aber auch da ist es so, dass die sich einfach so gut ausgerüstet haben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was könnte man dagegen tun? Also ganz cool wäre es, glaube ich, wenn man im Prinzip das komplette Varo abdreht, bevor man es veröffentlicht. Also ich glaube, das wäre halt eigentlich ganz cool, weil dann, gut, du hast natürlich nicht die Interaktion so mit den Fans, aber das macht es auch ein bisschen schwerer. Also es ist ja nicht unbedingt eine Hilfe, wenn die Fans einem da Tipps geben, sondern das erschwert es eigentlich nur noch, weil man ja irgendwie herausfinden muss, okay, welcher Fan gibt jetzt richtige Tipps, woher gibt falsche, man muss selber die Videos gucken und sich darauf vorbereiten und so weiter und so fort. Das ist eigentlich Mords der Aufwand und irgendwie geht dann auch die Überraschung verloren, finde ich. Das finde ich ein bisschen schade, weil, was ist hier los? Okay, weil es geht ja eigentlich nicht darum, wer am besten Videos guckt und sich darauf vorbereitet, sondern wer halt irgendwie
weiß ich nicht, auch ein bisschen mit Zufall einfach auch, wer am meisten Spaß hat oder so da dran. Wer am coolsten ist, wer am besten mit dem Druck umgehen kann und so. Oh, was haben wir denn hier? Ist alles schon voll, da würde ich mal sagen. Wir nehmen ja gar nichts mehr auf. So, ja, also ihr, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Da geht es so ein bisschen auch was flöten, weil man natürlich, naja, so ein bisschen Überraschungsmomente und so, darauf kommt es ja auch irgendwie an. Aber das wird so kalkuliert mittlerweile, weil es auch so wichtig geworden ist für die YouTuber. Ja, die haben auch einen Ehrgeiz entwickelt, die wollen unbedingt gewinnen. Ist ja klar, jeder will gewinnen. Das ist ja auch eigentlich ganz cool, aber dadurch entsteht dann halt einfach auch so eine Professionalisierung, wo ich nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist. Das ist eine offene Frage, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht entscheiden. Ist mir nur aufgefallen und ja, würde mich vielleicht auch eure Meinung dazu interessieren. Was denkt ihr dazu? Findet ihr das gut oder schlecht? Dient es der ganzen Sache oder ist das eher störend? Habe ich keine Ahnung. Bin ich vielleicht auch noch zu wenig auf YouTube unterwegs und vielleicht auch schon viel zu alter Sack dafür, um das richtig zu beurteilen. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Ich freue mich riesig und ja, wir sind hier kräftig dabei abzubauen. Ich hoffe, das langweilt euch nicht zu sehr, aber ich hoffe dann eben halt auch, dass unsere Bude richtig schön wird, weil wir total viel Marmor gesammelt haben. Ubala. Und ich kann ja gar nichts mehr aufnehmen, Alter. Steinspitzhacke, das Eisenerz. Okay, das können wir natürlich so stacken. So. Wir können ja gleich aus der Kohle noch Blöcke machen, damit wir mehr davon aufnehmen können. Aber wir müssen auf jeden Fall den kompletten Marmor hier mitnehmen, dass wir nachher nicht noch in die Bredouille kommen, hier wieder zurück zu müssen und noch mehr abzubauen. Deswegen verzeiht mir, wenn wir jetzt hier gerade so ein bisschen intensiv Marmor-Clopping machen. Aber dadurch, naja, besser machen wir es auf einmal, dann haben wir später unsere Ruhe. Und dieser Marmor ist auch butterweich, Gott sei Dank, nicht so wie der echte Marmor. Und wir sind schon wieder voll. Eigentlich brauchen wir diesen Obsidian-Totem ja nicht. Den können wir auch mal ablegen. So. Huhu, es geht aber gut auch. Alter, die 2 bitte. Die Spitzhacke auf die 2 bitte. Geht aber auch gut ab, muss ich mal sagen, hier mit Zeug. Das können wir jetzt natürlich auch nicht aufnehmen, was auch immer das ist. Haben wir da vorne eigentlich, wir könnten ja, das ist ein richtig geiler Flöz hier. Wir könnten ja da vorne unseren, genau, zum einen den hier hinstellen, so. Und dann aber auch eine Kiste machen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie so unfassbar viele Feinde oder so am Start hätten, sondern das sind ja alles eigentlich unsere Freunde, die haben am Stissel Lapis Lazuli, die brauchen wir auch nicht unbedingt, den Pfeil auch nicht unbedingt. Ja, die Minion-Scherbe legen wir einfach mal da rein. Verrottetes Fleisch brauchen wir auf gar keinen Fall. Wir haben genügend Brot dabei. Das können wir vielleicht mal hier rein. Dann tun wir das mal ein bisschen sortieren. Dann haben wir auch gleich eine bessere Übersicht. So. Dann haben wir hier Marmor. Okay. Mehr Marmor. Stickies, Holz, Eisen, Sand brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. So, dann würde ich sagen, geht's weiter. Und ja, bei uns geht auch gleich hier, komm, wir sammeln das mal kurz ein, bevor es uns gleich wieder nervt. Packen das in die Kiste. So, da und wo war das andere? Was wollten wir loswerden? Der Pilz. Genau, und machen uns dann auch gleich nochmal Spitzhacken, weil die Schapitzhacken sind schon wieder was kaputt. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir bauen ja auch kräftig ab, wie irren. Steinspitzhacke, ja gut, die können wir natürlich auch benutzen, ne? Jetzt haben wir 5 Spitzhacken. Das wird ja wohl reichen. So, und weiter geht's. Ja, wenn man einmal so ein Marmorvorkommen gefunden hat, dann, glaube ich, ist man erstmal für ein Weilchen versorgt. Hinten in der Höhle waren ja auch noch einige Dinge am Start. Und wir sind gerade mal 300 Blöcke entfernt von unserer Base, was ja auch ziemlich cool ist. So. Fackel bitte, danke. Machen wir mal da hinten vielleicht noch ein bisschen weiter, bevor es
hier richtig losgeht. Jawohl. So. Nee, diesen hier. So, jetzt höre ich gar keine Musik mehr. Ich muss mal kurz hier ein Knöpfchen drücken. Ja, ich glaube, jetzt haben wir wieder Musik. So, weiter kann es gehen. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. In der Radiostation. So, das nehmen wir natürlich auch alles mit. Können wir gut gebrauchen. Und falls ja jemand anderes. So. Ja, wenn wir unser Marmorhäuschen dann auch gebaut haben, dann haben wir auch hier ein Projekt gemacht, das auch mit dem normalen Standard Minecraft nicht möglich ist. Und ich habe jetzt gerade ja noch ein anderes Let's Play am Laufen gehabt, und zwar The Curious Expedition. Das kommt jetzt langsam zu einem Ende, und dann würde ich sagen, machen wir mit dem normalen Minecraft erstmal wieder weiter. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon wieder ein bisschen drauf, hier in unserem alten Dörfchen weiterzumachen, weil wir sind da ja gerade noch im Untergrund gefangen und hatten ja das Problem, dass wir hatten einen neuen Computer gekauft und der ist wieder kaputt gegangen. Also da ist die Grafikkarte echt durchgebrannt. Das ist so eine Grafikkarte, die war eigentlich mit einem kleineren Chipsatz drauf. Dann haben sie den Chipsatz overclockt. Der wurde aber zu heiß, dann haben sie einen fetteren Kühler draufgepackt, hat aber nichts gebracht und ist deswegen trotzdem durchgeschmort. Also eigentlich echt ein bisschen Betrug, weil die ganz genau wussten, dass das nicht funktioniert. Liebes Schwein. So, also das war so ein bisschen mit Ansage eigentlich. Naja, es roch dann plötzlich seltsam bei mir im Zimmer, als ich ein Video gerendert habe. Und dann, dann plötzlich war es vorbei mit der guten Geschichte und das war einfach gar nichts mehr zu sehen. Und das war natürlich dann echt kacke, weil ich musste den Computer zurückbringen. Und da war dann tatsächlich die gespeicherte Welt drauf. Das heißt, was wir da in diesen zwei Folgen gezockt haben, ist tatsächlich einfach wieder weg. Und wir müssen wieder von vorne anfangen. Ist halt echt scheiße, weil es war ganz cool. Wir hatten einen ziemlich coolen Weg rausgefunden. Hatten echt viel Zeug im Gepäck. Zeug im Gepäck. Und das wäre natürlich einfach total gut gewesen, wenn wir da einfach von dem Standpunkt aus weiter hätten machen können. Ne? Aber nein, wir mussten natürlich, unser Computer muss ja natürlich durchbrennen und ja, gut, so ist das. Ich habe jetzt einen neuen bekommen, der hält jetzt ganz gut durch, muss ich sagen. Ist ein Chipsatz, wo es genau andersrum ist, also ein größerer Chipsatz, der kleinere, der runtergeklockt wurde und dadurch weniger Kühlung braucht und einfach auch einfach unmöglich ist, dass der überhitzt, ja, was natürlich einfach die beste Variante ist. Ein bisschen schwächer, aber es stört mich gar nicht, weil, habe ich mich gerade erschrocken, weil es trotzdem einfach gut aussieht. Also ich merke ehrlich gesagt kaum was und die Spiele, die ich zocke, da genügt es eigentlich, wenn man jetzt nicht so die Mega-Grafikkarte hat, sondern eine, die halt einfach in Ruhe und zuverlässig funktioniert. Es ist fast noch wichtiger, wie halt ein Wahnsinnsgerät am Start zu haben, aber es hat halt mordsi Probleme. Jo, und deswegen freue ich mich auf die nächste Version, die nächste Ausgabe von Show and Play Minecraft in unserem wunderschönen Dörfchen, das immer noch einen Namen braucht. Müssen wir uns dann mal bei Zeiten was überlegen, weil ich habe auch große Lust bekommen, kleine Trailer für Videos zu machen und für verschiedene Videoprojekte. Und ich glaube, das braucht auch demnächst mal einen eigenen Trailer. Und deswegen braucht unser Dorf einen Namen und ihr müsst unbedingt dem Dorf mal einen Namen geben. Also schaut mal rein in Show and Play Minecraft, immer auf meinem Kanal. Und überlegt euch mal, was unser ehemaliges Fischerdörfchen denn für einen Namen bekommen könnte. Ja, in der Zwischenzeit werde ich mir wahrscheinlich auch das ein oder andere Texture Pack nochmal für Minecraft 1.8 anschauen. Oh Gott, wir sind schon wieder voll. Ja, das können wir allerdings weglegen. Was für ein
die 2 bitte. Was für ein Texture Pack wir dann rausholen werden für 1.8 und ja, weil da haben wir das Problem, dass wir nicht mehr Versionen zurückgehen können, weil die Herrschaften Programmierer dafür gesorgt haben, dass es halt nicht geht und alle das ganze Inventar gelöscht wird. Ich bin mir ja relativ sicher, dass sie das mit Absicht gemacht haben, die Schweinebacken. Ja, weil die halt langsam wollen, dass diese Patcherei und diese Modderei aufhört, glaube ich, und deswegen haben sie das, glaube ich, gemacht. Bin mir nicht sicher, aber irgendwie schmeckt das für mich. Hat das so einen leichten Nachgeschmack. Deswegen bin ich da jetzt auf 1.8 und komme da auch erstmal nicht von weg. Aber da haben wir immerhin unterschiedliche Hölzer zum Beispiel, was ja dann eigentlich ganz nice ist. So, und hier droppen schön die Tiere runter. Kommen wir da eigentlich gleich wieder hoch? Wo ist denn eigentlich der Ausgang da vorne? Das ist ja eigentlich auch ganz nice, wie wir das jetzt hier gemacht haben. So, und wir sind schon wieder voll. Dann würde ich mal sagen, packen wir einfach mal ein paar Sachen in die Kiste nochmal. Kommen wir noch hoch. Juppie, so. Eichenholz, eigentlich haben wir Holz auch genug. Marble, Steinschaufel können wir eigentlich auch hochpacken. Nochmal eine Steinschaufel. Steinhacke, Steinschaufel. Brauchen wir jetzt gerade nicht so dringend wie den Marble. Und den nehmen wir jetzt natürlich mal ordentlich mit. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viel das hier noch ist. Das ist ja echt der Hammer. Also wir werden auf jeden Fall abbauen und es dann auch noch in die Kiste packen. Dann brauchen wir es das nächste Mal einfach nur noch abholen. Alter Schwede. Haben wir aber echt richtig viel am Start. Können wir einen ordentlichen Tempel mitbauen. So, hier oben noch 2, dann hier unten. Wunderbar, noch ein bisschen Kupfer am Start. Ist natürlich auch ganz nice, dass wir hier noch so ein paar andere Sachen parallel finden. Hängen wir fest, oder was? Haben wir das Kupfer mitgenommen? Jetzt. So. So, dann kommen jetzt die Steinspitzhacke. Natürlich haben wir dann auch immer wieder Platz. Und die Steinspitzhacke geht, glaube ich, auch ein bisschen schneller kaputt. Da haben wir noch ein bisschen Kohle. Wunderbar, das gibt auch schön Experience Points. Und wir haben ja immer noch keine Diamanten gefunden. Da müssen wir auch nochmal auf Diamantenjagd gehen. Weil wir wollen ja natürlich auch mal einen Verzauberungstisch haben, um ein paar Sachen zu verzaubern. Und ich glaube, wir brauchen es auch für das eine oder andere Ausrüstungsding. Jo. Wir wollen zwar keine Schallplatten hören, aber könnten wir auch. So. Weiter geht's. In Power City. Und ich bin ja mal gespannt, wie das Projekt sich noch entwickelt. Wir haben ja so eine gewisse Fluktuation, was ich ein bisschen schade finde. Vielleicht stabilisiert sich das ja mal so ein bisschen. Und vielleicht kommen auch noch ein paar mehr Leute dazu. Ja. Gucken wir mal, wie das hier weiterläuft. Wir haben immer noch unser Show and Play Minecraft. Marble, Marble, Marble. Nicht zu verwechseln mit Marvel. Plöpp, plöpp, plöpp. So, unsere Steinspitzhacke. Liebes Schweinchen, zur Seite bitte. Dankeschön. Du hast verdammte Ähnlichkeit mit jemandem, den ich kenne. Hm. So. Oh. Was haben wir da Schönes? Einen Shard oder sowas. Hier gibt es wirklich ordentlich Marble am Start. Und der wird hoffentlich auch reichen dann für unser Gebäude. Oh, fuck. Das liebe ich, ja, wenn ich immer runterfalle. So. Yeah. Wieder Platz für neue Steine. So. Ich finde ja ein bisschen schade, dass der Herr Bergmann, der ja auch bei Varo mitmacht, dass er zurzeit so viel PvP macht, weil
ich weiß gerade gar nicht, bei welchem Projekt das war, aber ich glaube, bei Aura war das. Da hat er nämlich echt schön gebaut und das war eigentlich echt chillig, ihm auch so dabei zuzugucken, wie der da baut. Und ich glaube, ich hätte echt Freude daran, wenn er einfach mal ein bisschen gemütlicher Minecraft zocken würde. Nicht, dass er ein schlechter PvPer wäre oder so, sondern ich glaube, ich bin so also ein bisschen auf der Suche nach einem weiteren Gronkh-Ersatz, der so gemütlich einfach Minecraft zockelt und man das sich einfach nebenbei so schön chillig angucken kann. Und es einfach gut aussieht und der ein angenehmer Typ ist. Und ja, das glaube ich, würde Herrn Bergmann ganz gut stehen. Aber ich glaube, der hat einfach auch nicht wirklich viel Zeit. Und ich weiß auch nicht, ob seine Follower das so gut finden würden. Keine Ahnung. Ich fände es auf jeden Fall irgendwie geil, wenn er eher nochmal so ein chilligeres Format am Start hätte. Bergi, mach doch bitte mal ein chilligeres Format. Fände ich ganz cool. So vielleicht als Therapie nach Varo 2. So ein bisschen Hütchen bauen und Dörfchen bauen und keine Ahnung, solche Sachen machen. So, unsere Spitzhacke ist kaputt. Dann gucken wir mal, können wir uns irgendwie... Wir haben wieder dieses Obsidian-Gedöns eingepackt. Kommen wir überhaupt irgendwie wieder hoch? Ohne... Machen wir hier ein bisschen Erde runter. Plöp, plöp. So, die 4. Dann haben wir hier noch schön Kupfer am Start, aber auch nur 3. Amber und Earth Shard. Haben wir ordentlich eingepackt, muss ich mal sagen. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein... Was war denn gerade ein... Alter, das ist gerade gestorben, das Schwein? Ich glaube ja. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit... Und ich würde sagen, wir heben jetzt einfach nochmal hier den Rest Kupfer auf, den wir am Start haben. Nehmen die paar Metalle mit, die wir da noch haben, die wir da noch finden. Und dann geht's weiter nach Hause. So, nochmal kurz eine Steinspitzhacke machen. Nee, können wir nicht. Dann machen wir eine Eisenspitzhacke. Schapizhacke. So, dankeschön. Und machen uns dann wieder auf den Heimweg. Wie gesagt, nehmen hier noch das Zeug mal kurz mit. Wow, okay. Fuck, hier, ach so. Ach so, hier haben wir ja, Alter. Okay, da müssen wir jetzt echt vorsichtig sein. Nicht, dass wir auf den letzten Metern uns noch hier, einen krassen Fallschaden an den Start machen. Okay, war auch sehr clever von mir. So, Vorsicht. Den Kupfer nehmen wir mit, haben wir hier. Da müssen wir auch aufpassen, dass uns jetzt kein Creeper in die Luft sprengt. Okay, hier geht's auf jeden Fall fett weiter mit Marmor. Das müssen wir uns unbedingt einen Wegpunkt machen. Hier gibt's auch richtig viel Kupfer, was auch geil ist. So, das Gedöns nehmen wir mit. Komm schon, nehmen wir mit. Pflastersteine brauchen wir jetzt gerade keine. Richtig viel Kupfer. Oh, und hier ist die fette Höhle. Sehr, sehr geil. So. Das können wir dann gleich mal im Ofen backen. Sobald wir zu Hause sind. Hier haben wir noch Kohle. Gut, die können wir jetzt eigentlich da lassen. Kohle haben wir eigentlich auch genug. Uns ging es jetzt eher um, um dieses fancy Gedöns. So. Dann würde ich sagen, ziehen wir los. Dann brauchen wir hier vielleicht noch einen Block. Dankeschön. Was können wir denn hier von alles mitnehmen? Das können wir mitnehmen, weil davon haben wir schon genügend dabei. Das können wir auch mitnehmen. Lapis Lazuli brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Kohle nehmen wir auch mit. Die Erde können wir da lassen. Dafür nehmen wir Amber mit. Und Fire Shard, Water Shard. Hier diese Minium-Scherbe ist, glaube ich, auch nicht völlig unwichtig. Nö, das lassen wir aber alles mal. Und wir machen uns auf den Heimweg. Wo geht's denn nach Hause? Hier geht's nach Hause. Das sind ja auch nur 350. Stopp, wir müssen noch einen Wegpunkt setzen. Wegpunkt, neuer Wegpunkt. Marble 01 würde ich es einfach mal nennen. Und machen wir in dem schönen Gelb. Fertig, fertig. Zurück zum Spiel. Wunderbar, dann haben wir hier unser Marble. Und da können wir dann jederzeit zurückkehren und unseren
Baustoff für unser Häuschen abbauen. Für unsere Hütte. Und hier auf dem Weg dahin gibt es auch noch ordentlich Bienenkästen, was ja ganz cool ist. Alles klar. Das werden wir auf jeden Fall wiederfinden. Da hinten ist noch ein Feind am Start. Huppa, hupp. Und die Sonne geht auch wieder unter. Das heißt, wir sind gut mit dem Timing dran. Und unsere Folge ist auch schon fast wieder zu Ende. Von dem her ist alles cool. Noch 198. Wow, okay, hier geht's schon. Alter. Uhu, okay. Krasikowski, würde ich mal sagen. Was haben wir denn hier? Okay, ich dachte, ich nehme noch einen Kupfer mit. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Auf geht's nach Hause. Schneller bitte. Ach so, Alter. Ich habe mich schon wieder... Ich dachte gerade, was ist denn los? Ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen. So, auf nach Hause. So, und ich muss sagen, das gefällt mir zum Beispiel ganz gut bei dem Texture Pack. Wenn die Sonne untergeht und dann noch so vereinzelte Lichter sind, dann sieht das Gras zum Beispiel einfach sehr geil aus. Aber es hat halt einfach ein paar Schwächen, was Werkzeuge und so angeht. Leider. Das ist echt ein bisschen schade. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir da nicht noch eins finden, das einfach noch ein bisschen besser ist. Weil so finde ich es jetzt echt ganz schön. Man kann sich eigentlich auch ganz wohl fühlen. So, Kühe haben wir jetzt echt fett am Start. Sehr gut. Unser Weizen ist auch, steht in voller Blüte. Wunderbare Geschichte. So. Herrlich. Dann würde ich sagen, bringen wir gleich mal hier unsere Steine nach Hause. Und machen da sogar gleich mal... falsch. So. Machen da auch gleich mal Bricks draus. Dann haben wir das hinter uns. 1, 2, 3, 4. So, weiter geht's hiermit. 1, 2, 3, 4. Wieso geht das nicht? Kann man das nicht machen? Egal. So und so, dann so. Wunderbar. Ja, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Dann haben wir auf jeden Fall jede Menge Baumaterial. Dann brauchen wir fast sogar eine neue Kiste dafür. Abgefahren. Okay, wir brauchen wirklich in der Tat ziemlich dringend sogar eine neue Kiste dafür. Ist ja richtig voll. Hier haben wir auch noch ungebricktes Marble. Das kann raus und kann gleich mal in den Ofen, in die Öfen hinein. Und zwar einmal Copper. Dann haben wir schön Tin Ore gesammelt. Außerdem, genau, Eisenerz leider nicht ganz so viel. Und unsere Shards und so weiter packen wir auch in diese Kiste. Zack, zack, zack. Zack, da haben wir Neues gefunden. Jawohl, Water Shard. Geil, super. Ja, das füllt sich hier so langsam. Sieht wirklich gut aus. Eisen packen wir hier hin. Die Kohle können wir da hinpacken und hier hin. Aber die Kohle können wir noch dabei haben. Wunderbar. Dann würde ich sagen, für diese Folge war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für eine weitere Episode Power City. Ich wünsche euch noch eine gute Restzeit. Schreibt bitte, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich mich über einen Kommentar freuen. Oder über ein Abonnement. Wir sehen uns demnächst. Bis dann. Tschüss. Oh, wieder vom Server abmelden. Verbindung dran.